herzlich willkommen zur 37. Folge unseres Let's Play Foundry. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe im Moment die Zeit weiterlaufen lassen, aber wirklich nur einen Moment. Und es sind nur noch 111, die jetzt fehlen. Der ist leer. Ich sag nicht, das ist jetzt mittlerweile das Nadelöhr. Ah, da haben wir auch nur zwei von. Aber okay, das sind noch die alten. Zehnmal fortgeschrittene Maschinenteile. Das sind elektronische Komponenten. Ich glaube, dann nehme ich mir erstmal ein paar Maschinenteile und stelle die von Hand her. So, und wir brauchen jetzt die fortgeschrittenen Maschinenteile. So, aber hier diese blöde Kuhle. Die machen wir mal zu. Gut, von denen können wir auch mal wieder welche holen. Gut, ah, wieder 200 kann der produzieren. So, hier ist definitiv zu wenig. Das heißt, wir bauen die jetzt um. So. Da. Diese Drohnenbergarbeiter. Eins. Den weg. Und dann stellen wir das her. Zack.
So, was hat er jetzt noch für ein Problem? Er kriegt kein Technium-Erz. Aber warum denn nicht? Hier die Trümmer fehlen und die kommen über den Aufzug nicht hoch. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, das reicht von allem. Hey. So, wie breit ist der? 4. Einen haben wir. Ich will noch einen zweiten annehmen, falls das jetzt unklar war. So, das sind diese 4 breit. Und dann brauchen wir noch einen als Gang.
So, das haben wir, genau. Nee, das ist noch eins. Das weg muss. So, jetzt aber. Ja. Sehr schön. Und jetzt machen wir das hier noch frei. Das war das mit Fußboden auslegen können. Sprich ein Fundament. Jetzt brauchen wir Xenophyritplatten. Okay. Wie viel hatten denn noch? Noch drei. Xenophyritplatten, okay. Technium habe ich jetzt allerdings auch dabei. Da sind immer noch 111, also irgendwas wird nicht produziert.
Ach so, wenn ich das von Hand auf. Ah ja, dann wird's direkt. Oh, sehr schön. Jetzt haben die nur noch 83 von denen. Jedes Mal drücke ich die Escape-Taste. Warum eigentlich? Das ist Technium Erz. Technium Erz und Technium Erz Trümmer. Okay, die sind weg. Jetzt brauchen wir noch Ignium-Erz und Technium-Erz, dass wir die wegkriegen.
Okay. Ja, können wir erstmal so lassen. Wir sind immer noch 111, also irgendwas stimmt hier nicht. Da sind 199. Die Pellets fehlen. Kommen keine Stäbe an. Technium-Stäbe. Die paar, die kommen, die werden hier im Grunde schon abgedreht. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich eine zweite oder beziehungsweise ein drittes Förderding. Ne, es ist genug da. Jetzt muss eine zweite Schmelze her. Die ist 4 breit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. So, das heißt. So. Wo zeigt er das jetzt an? Wie groß das ist? 10, 9, 8, 8 mal 4. Dann brauchen wir 1, 2 dahinter. Sinnigerweise, damit wir an das Schild kommen, das auch noch dahin. Ne, das ist eine Induktionsschmelze, thermischer Abscheider. Ich brauche eine normale Schmelze. Die da. Xenophyritplatten. Das fällt mir gerade ein, ich hätte doch da hinten irgendwie was.
fertig ist er. Ja, aber ob uns das hilft, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.